schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute begrüße ich Sie in der St. Nikolai-Kirche in Reinsdorf. Hinter mir befindet sich der über 500 Jahre alte Flügelaltar. Solche Altäre wurden in der Fasten- und Adventszeit geschlossen. Auf den bemalten Flügeln sieht man die meist dargestellte Bibelszene in Sachsen, nämlich die Verkündigung von Maria. Der Engel Gabriel kam zu ihr und sprach: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Mit diesem Absatz aus dem Lukas-Evangelium möchte ich mich jetzt auch schon bei Ihnen verabschieden. Bleiben Sie behütet und gesund und ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Tschüss!